Hallo liebe Freunde des Rechts, heute ist Dienstag, der 28.09. Wir haben ein paar aktuelle Themen. Da geht es zum einen um die AfD, die auf eine Scheinfirma reingefallen sein soll. Das schauen wir uns juristisch an. Dann haben wir aktuelle Fragen zum Doxing. Was ist jetzt mit alten Sachen? Das sollten wir mal näher betrachten. Und dann drittes Thema, wieder mal Hallo Meinung. Der bezeichnete Greta Thunberg als Sektenanführerin und somit Fridays for Future als Sekte. Ist das strafbar und was bedeutet das dann? Fangen wir mit dem ersten Thema an. Eine Scheinfirma hat angeboten, und zwar nur gegenüber der AfD, Wahlkampfflyer zu verteilen. Und die AfD bzw. einige Ortsverbände sollen darauf reingefallen sein und haben damit insgesamt 5 Millionen Flyer an diese Firma geschickt und die hat sie dann nicht verteilt, obwohl das eigentlich so vorgesehen oder vertraglich vereinbart gewesen war. Es hat sich eine Gruppierung dazu bekannt, aber wir wollen mal betrachten, wie das strafrechtlich zu beurteilen ist, und zwar nicht politisch, ob das jetzt gut oder schlecht für die Demokratie ist. Für die AfD war es wahrscheinlich nicht gut, aber die Frage, die sich ja stellt, ist, wie wird ein Staatsanwalt mit dieser Anzeige, die beabsichtigt sein soll, umgehen? Da kommt der Vorwurf zunächst einmal auf, es handelt sich ja hier um eine Täuschung. Täuschung ist aber kein Straftatbestand. Es gibt verschiedene Straftatbestände, die auf einer Täuschung beruhen, wo also die Täuschung eines der Tatbestandsmerkmale sind. Und da ist zum Beispiel an Betrug zu denken. Betrug 263 StGB erfordert also, prüfen wir es durch, eine Täuschung, das heißt Erregung eines Irrtums. Irrtum ist die Abweichung zwischen Vorstellung und Wirklichkeit. Das haben wir hier wohl auch, zumal eine aktive Täuschungshandlung auch vorlag. Aber weiterhin brauche ich eine Vermögensverfügung und einen Vermögensschaden auf der objektiven Seite und auf der subjektiven Seite eine Bereicherungsabsicht. Daran könnte es scheitern, denn die Vermögensverfügung, nämlich die Übersendung der Flyer, könnte durchaus gegeben sein. Ein Vermögensschaden durch den Verlust der Flyer ebenfalls. Ein Schaden durch entgangene Wähler wird eher schwierig zu sein, als Vermögensschaden zu qualifizieren. Woran es aber scheitern könnte, ist die Bereicherungsabsicht, falls die Betreiber der Scheinfirma nicht wirklich Geld eingenommen haben sollten. Da kann man sich allerdings nochmal fragen, wie das weiter betrieben wird, also ob die Forderung eingefordert wird, ob man sich des Anspruchs berühmt und ob dadurch ein Vermögensschaden, aber auch eine Bereicherung beabsichtigt war bei den Tätern. Wenn die es geschickt anstellen, können sie also eine Betrugsstrafbarkeit durchaus vermeiden. Was anderes ist allerdings, was mit den Flyern passiert. Da käme in Betracht zum Beispiel eine Sachbeschädigung, wenn diese Flyer nicht verteilt, sondern vernichtet werden würden. Fremde bewegliche Sache, 303 StGB, wäre eine Straftat. In Betracht kommt auch eine Unterschlagung, wenn man sich betrachtet, dass hier eine fremde bewegliche Sache sich zugeeignet wurde und das nicht bestimmungsgemäß erfolgte. Daran könnte es allerdings wiederum scheitern, wenn die Flyer zurückgegeben werden sollten oder wenn nicht die Absicht bestand, diese Flyer dauerhaft zu behalten. Insofern kommt es darauf an, wie gut die Täter hier strafrechtlich beraten wurden, ob hier eine Strafbarkeit eintritt oder nicht. So ganz genau weiß man es nicht. Sie sammeln um Spendengelder. Dazu kann man stehen, wie man will. Das ist eine juristische Frage. Also es ist keine juristische, sondern eher eine politische Frage oder eine Frage des guten Geschmacks. Was man sich hier auch fragen kann, ist, ob hier durch die Kunstfreiheit eine Rechtfertigung in Betracht kommt. Denkbar ist es, Artikel 4, wir wissen ja von Danger Dan, dass das alles von der Kunstfreiheit gedeckt sein könnte. Und tatsächlich, es gibt bestimmte Rechtsverstöße, die durch eine Kunstfreiheit gedeckt sein könnten. Aber die typische Grenze dabei ist die Strafbarkeit. Also mit Straftaten, jedenfalls solchen wie Sachbeschädigung oder Betrug, wenn der denn verordnet werden sollte, könnte es eng werden. Ansonsten wird man genauer abwägen müssen, ob hier tatsächlich eine Kunstform vorliegt und ob dies ausnahmsweise rechtfertigt, dass Straftaten gegeben sind. Es ist eher unwahrscheinlich. Deswegen wäre die Empfehlung oder deshalb könnte die Empfehlung eines Strafverteidigers hier sein, die Flyer eben nicht zu vernichten, sondern sie zurückzugeben an die Absender. Zweites Thema Doxing. Ich hatte dazu ein Interview auf Deutschlandfunk Nova in der Sendung Grünstreifen. Kurz erklärt, warum es das gibt. Ich hatte dazu ja schon mal ein Video gemacht und getweetet. Es kommen unheimlich viele Fragen dazu und sogar konkrete Anfragen, Mandatsanfragen rein. Es gibt so viele Fälle von Doxing oder auch von Hasskampagnen oder von Verleumdungen. Und ich werde mal ein etwas ausführlicheres Video machen, wie man darauf reagiert. Die aktuelle Fragestellung, die auf Twitter aufkam, war, inwiefern gilt das auch für vergangene Taten? Denn es gibt Fälle, wo auf einer Website oder in einem Telegram-Kanal Daten publik gemacht worden sind, was früher nicht strafbar war,
zum Beispiel weil die Daten schon in einem öffentlichen Verzeichnis abrufbar waren, jetzt aber strafbar geworden ist. Und die Antwort könnte in § 2 Absatz 2 StGB liegen, der nämlich sagt, dass bei einer Veränderung des Gesetzes das Gesetz gilt, was bei Beendigung der Tat gilt. Und eine Beendigung der Tat hat man nur dann, wenn man ein Dauerdelikt hat, also ein Delikt beginnt und dauert über Zeit hinweg und endet irgendwann. Und dann kann es tatsächlich sein, dass bei Beendigung auf einmal ein anderes, strengeres Gesetz gilt. Solche Dauerdelikte sind nicht so ganz einfach zu fassen. Man fragt sich nämlich, ist das Posten auf einer Seite jetzt ein einaktiges ein Erfolgsdelikt, was beendet ist mit dem Zeitpunkt, wo es begonnen wurde, oder dauert es an, bis das Posting verschwunden ist? Bei einer Bereitstellung beispielsweise von urheberrechtlich geschützten Werken, da geht man durchaus davon aus, dass der Betreiber der Webseite eine dauerhafte Handlung vornimmt und dass die Beendigung erst dann stattfindet, wenn diese Sache, dieses urheberrechtlich geschützte Bild beispielsweise, runtergenommen wird. Insofern könnte es einen Unterschied machen, ob ich eine Information auf einer Website habe, vielleicht auch auf einer Facebook-Seite, da könnte wohl ein Dauerdelikt vorliegen, oder ob ich eher eine einmalige Handlung habe, wie zum Beispiel das Weiterleiten per WhatsApp oder in einem Kurznachrichtendienst wie Twitter oder Telegram, wo ich zwar einmal gehandelt habe, aber gleichwohl später noch die Möglichkeit habe, diese Inhalte zu entfernen. Und da wird es jetzt ziemlich dogmatisch, da können wir jetzt drüber nachdenken, ob wir ein gefährliches Vorverhalten haben und eine Strafbarkeit durch Unterlassung nach § 13 StGB vorliegt. Aber ich nehme an, die meisten sind an der Stelle schon ausgestiegen. Ich würde empfehlen, diejenigen, die persönliche Daten von anderen Leuten mit einer Absicht, den anderen zu schädigen, verbreitet haben, sich genau anschauen, ob man das vielleicht runternimmt. Und das müssen nicht nur Rechte und Verschwörungstheoretiker sein, sondern diese Methode, Daten in die Öffentlichkeit zu geben, um dafür zu sorgen, dass andere Leute aktiv zu werden, das kommt ja in verschiedenen Lagern schon vor und deswegen lohnt es sich da mal genauer nachzuschauen. Dritter Punkt, Fridays for Future als Sekte. Ich bekam vorhin den Hinweis, dass der Peter Weber, Betreiber von Hallo Meinung, über den ich gestern ein Video veröffentlicht hatte, eine neue Sache, ja, wie sagt man, rausgehauen hat. Er beschrieb Greta Thunberg als Sektenführerin, also er sagte kleines Mädchen, Anführung einer Sekte. Und damit haben wir zwei potenzielle Beleidigungssachverhalte. Zum einen die Beleidigung zum Nachteil von Greta Thunberg als Sektenanführerin und zum anderen die Mitglieder von Fridays for Future als Mitglieder einer Sekte. Da geht es jetzt mal um die Frage, ist die Bezeichnung als Sekte ehrrührig? Da würde ich durchaus einen Haken dran machen, weil es gemeinhin eine Abqualifikation ist. Zum einen ist Sekte typischerweise eine Glaubensgemeinschaft. Sie ist verbunden mit verschiedenen Mechanismen, um eine Sekte zu qualifizieren. Und das passt eigentlich nicht auf eine politische Bewegung. Also es ist vorgesehen, um die Bewegung oder deren Mitglieder abzuwerten. Die spannende Frage aber hier ist, ob wir hier eine sachliche Auseinandersetzung haben. Denn tatsächlich könnte es denkbar sein, dass die Bezeichnung als Sekte zulässig ist, wenn man eine Auseinandersetzung in der Sache führt. Wenn man beispielsweise sagt, die Methoden, mit denen Fridays for Future seine Mitglieder binden, erinnern mich an eine Sekte. Das wäre eine sachliche Auseinandersetzung. Und jetzt müsste man sich das ganze Video anschauen, ob Herr Weber, so wie im Fall Tessa Ganserer, einfach nur die Person niedergemacht hat oder ob er sich mit der Sache auseinandergesetzt hat. Und beim ersten Reinschauen in das Video konnte ich zumindest an der Stelle, wo das aufkam, keine sachliche Auseinandersetzung finden. Insofern könnte natürlich jemand auf die Idee kommen, ich mache das nicht, eine Strafanzeige zu erstatten, dann muss sich die Staatsanwaltschaft wieder damit auseinandersetzen. Und dann haben wir natürlich die spannende Frage, wie geht die Justiz mit einem Wiederholungstäter um? Wir haben noch keine Vorstrafe, da war das, weil die vorherige Tat noch nicht rechtskräftig geworden ist. Aber gleichwohl haben wir natürlich den Umstand, dass der Beschuldigte zuvor strafrechtlich in Erscheinung getreten ist und auch schon jetzt zweifach verurteilt worden ist, wenn auch nicht rechtskräftig, und gleichwohl dann eine sehr ähnliche Tat erneut begeht. Und das könnte, je nach Wertung des Gerichtes, dazu führen, dass man sagt, naja, also die bisherigen 200-Tagessätze scheinen ihn nicht beeindruckt zu haben. Wahrscheinlich kann man diesem Straftäter mit Geldstrafen ohnehin nicht beikommen. Da müsste vielleicht eine Freiheitsstrafe verhängt werden. Ist nur so eine Möglichkeit.
Meine Empfehlung an der Stelle ist tatsächlich, sich solche politischen Äußerungen genau zu überlegen. Und das ist jetzt ja relativ ähnlich, einerseits die Grünen zu beleidigen, andererseits Fridays for Future. Wieder geht es gegen eine Frau, wieder geht es um das Erscheinungsbild. Da kommt man um den Eindruck nicht herum, dass hier jemand tatsächlich davon überzeugt ist, im Recht zu sein und rechtmäßig zu handeln. Und wenn die Justiz der Meinung ist, das kann man so nicht dulden, dann hat sie natürlich Möglichkeiten, dagegen vorzugehen. So viel für heute. Letztes Mal kam der lustige Kommentar, diesmal nicht das Stilmittel Beendigung ohne Abschied. Tatsächlich, es gab viele Videos, die ich einfach hinten schnell abgeschnitten hatte, weil ich nur noch ins Labern verfallen bin. Also diesmal vielen Dank fürs Zuschauen und jetzt zum allerersten Mal, ihr könntet überlegen, diesen Kanal zu abonnieren und dann gibt es da irgendwie so komische Glockendinger oder sowas ähnliches, kenne mich damit ja gar nicht so aus. Ich habe Folgendes vor. Ich würde, weil ich nämlich nicht darauf angewiesen bin, die Monetarisierung der Videos einmal abschalten und zwar zunächst mal für vorübergehende Zeit. Also wenn ich es neu hochlade, würde ich die neuen Videos jedenfalls zunächst für einen Tag nicht monetarisieren. Das bedeutet für diejenigen, die den Kanal abonnieren und dieses Glockending da gedrückt haben, dass die dieses Video ohne Unterbrechung sehen. Und später würde ich es dann wieder aufschalten. Die Frage ist nämlich, ob Monetarisierung dazu führt, dass die Reichweite sich erhöht dadurch. Den Eindruck hatte ich mal, aber dazu müsste man natürlich eine Doppelblindstudie mit Zwillingen und dergleichen durchführen. Aber der Eindruck entstand, dass Videos mehr angezeigt werden, wenn sie monetarisiert werden. Aber ich mache es jetzt zunächst einmal so, dass ich für Abonnenten, die es also merken, diese aktuellen Videos erstmal nicht monetarisiere, damit ihr sie ohne Unterbrechungen anschauen könnt. So, jetzt aber tatsächlich in diesem Sinne, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Tschüss.